komm, bisschen überteuert, aber. Alright, let's go, man. The boy is there, Chat. Nakata ist heute da. Es fehlt nur noch Petro, da sind wir durch. Okay, gut, wir gehen rein. Letzte SBC für Dings. Alles untrade. Deswegen mache ich das auch. Punkt 1 wegen Content. Punkt 2, weil alles untrade ist. Punkt 3. Keine Ahnung, es gibt keinen Punkt 3. Petro ist da, Jungs, wegen Content. Privat würde ich ihn nicht machen, weil Insigne wird es ja auch die nächsten 1-2 Wochen, ja, die Leistung bringen. Ihr müsst nicht 90.000 ausgeben. Ich teste ihn heute, wenn er wirklich geistesgestört ist, sage ich es euch, ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr harter Kritiker bei solchen Spieler-Reviews, aber immer ein ehrlicher, Jungs. Ja. Wenn er so mein Spielstil passt und wenn er stabil ist, dann sage ich es euch, wenn er Storkshit ist, dann sage ich es euch. Digga, wie viel kostet ein holländischer Trainer? Ach du Scheiße, oh nein! Wen habe ich mir da gekauft, Chat? Oh no! Nein, ich werd die Quali verkacken. Okay, wir gehen rein, Chat. Die Quali. It's Quali time, Chat. Ich muss eigentlich theoretisch heute schaffen, weil morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs, also verabredet. Donnerstag komme ich erst spät zurück. Das heißt, wenn ich heute verkacken sollte, muss ich Donnerstag gefühlt einen 12-Stunden-Stream reinhauen. Ich muss 2 Punkte wieder reinholen und nochmal die Quali spielen. Das heißt, ich habe sehr viel Druck heute. Und wir gehen heute mit einem ganz besonderen Team rein, Chat. Wir spielen jetzt die Quali. Erster Versuch für mich. Und wir haben sogar ein bisschen experimentiert. Eigentlich sollte man nicht experimentieren bei Quali, weil, wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man die direkt schafft. Aber wir werden ein bisschen experimentieren. Wir haben heute Morgen bei diesem Pack-Experiment Koundé gezogen. Ich will ihn mal testen, weil das Ding ist, wenn er gut spielt, könnte ich theoretisch Marquinhos und Donnarumma verkaufen. Das sind um die 140.000, 150.000 Nummer für den Verein. Wir haben uns Barella geholt, weil Cassie ist defensiv sehr stark, aber offensiv nicht so gut. Wir werden heute mal auf der 6 testen. Wir haben statt Littmann diesmal Nakata am Start, Jungs. Und ich sehe da schon ein paar Sachen bei dem. Fernschüsse sehr gut, Efe sehr gut, Volley sehr gut. Leider keine Trades, aber er sollte um einiges beweglicher sein als Littmann. Deswegen müsste er mir besser passen. Und wir haben für den Content Petro gemacht. Ich bleibt dabei, ich sag jetzt schon, egal wie gut Petro ist, außer er spielt sich wie Messi, Insigne reicht, der reicht für die nächsten Wochen. Insigne war für mich bis jetzt eine Maschine, der erinnert mich so stark an Messi, ihr braucht keinen, niemand anders. Der kostet 15-16k, bringt dieselben, fast dieselben Stats und dieselben Trades mit, also Insigne 15k gegen 90k, eindeutiger Gewinner. Also ich mach's nur wegen Content und weil ich viel Untrades hab, dann würde ich sagen, gehen wir rein, erstes Spiel, komm, let's go. Okay, Franzosen. Premier League Schwitzer Team. Okay, ich muss konzentrieren mich jetzt, Chat, im Spiel. Boah, das ist sau träge, Jungs, das Gameplay. Ist ultra träge, das Gameplay. What the fuck, man? Das sind ja nochmal andere Server, ne, soweit ich weiß. Das sind ja komplett andere Server in der Weekend League. Boah, ist das träge. Das ist ja 10-mal träger als Rivals, man. Holy shit, wie langsam bewegen sich meine Spieler. Petro? Ohohoho! 5 Sterne im Weg von Petro. Was ein Abschluss. Okay. Schlägt direkt ein wie ne. Ey! What the fuck? Es ist so verzögert! Ich hab komplett Time Finish verkackt wegen der Verzögerung. Das ist so ein scheiß Gameplay grad. Guck mal, ey. Das Gameplay, er wechselt. Ey, ich kann nicht grad. Komm, Dybala. Du hast einen Pass. Let's go! Let's go, die Ballermann! Ja, come on, man, it's this game! Petro ist fucking nasty! Oh, oh. Okay, vielleicht lohnt er sich doch! What the fuck, Petro? Dybala ist so gut, Chat. Ich sag euch, Dybala wirklich ist unterschätzt, man. Ich sag's euch, ich finde Dybala wirklich unterschätzt. Gegen guten Gegner wird's schwierig bei dem Gameplay, sag ich so. Es ist, ich kann gar nicht mein Spiel spielen. Ja, was freust du dich, Köhmann, Junge? Du Crackhead, ey. Okay, guck mal. Zweites Spiel in der Weekend League, Quali. Boah, das ist, Digga. What the fuck is that, Chat? Hä? Digga, die Spieler kosten nicht mal mehr. Das sind noch alles Abschlussspieler. Der Arme, Digga. Der spielt Delikt und sowas, ey. Der Arme, Alter. Der macht jetzt Eigentor. Ja, aber was willst du mit provozieren hier mit deinen Dings nach hinten spielen? Ja, mach. Mach, Digga. Du weißt, was da kommt. Du weißt ganz genau, was jetzt kommt.
Oh mein Gott! Dieser Petro ist gestört, Digga. Digga, dieser Petro ist echt nicht schlecht. Okay, nächster Gegner. Ja, es tut mir halt leid, was soll ich machen, Chat? Es kommen halt echt, gerade momentan der Quali gegen mich, Teams, die nicht teuer sind. Muss natürlich jetzt nicht schlecht sein, aber... Oh, oh. Okay, ich halte mein Maul, ich halte mein Maul, Chat. Ich halte mein Maul. Oh mein Gott, ich halte mein Maul. Okay, ich sag nichts mehr. Digga, du kannst nichts verteidigen bei dem Spiel, ey. Das ist der Wahnsinn, ey. Das Gameplay ist disgusting. Gut gemacht vom Gegner. Gegner ist auch gut, kein No Disrespect, aber... Drei Sterne Weakfoot. Seine einzige Schwachstelle, drei Sterne Weakfoot, Mann. Vinaldum, Digga. Vinaldum, die Maschine, Digga. Ich finde ihn so gut. Fuck mich so ab. Das meine ich, ich kann nicht schnell genug pressen. Mann, was hält sein scheiß Tor da alles? Keylor Navas. Fuck you, man. Fuck this fucking dogshit delay game. Aber was wir machen, wir müssen durch, Jungs. Wir müssen durch. Ich habe heute nur heute Zeit für die Quali. Uff, uff, oh mein Gott, oh oh. Look, diese Bounces passieren nie. Die passieren nie. Die passieren nie, diese Bounces. Ich komme nicht ran. Das ist so stupid, man! Guck dir diese random Scheiße an! Das passiert nur, wenn das Game eine Scheiße ist, man! Bounces, Bounces, Bounces! Ich kann mich nicht bewegen. Hier, yeah, mach ich wieder diese langweilige Scheiße. Das wollt ihr, Mann! Das wollt ihr, EA? Bunkern und so eine Scheiße? Fix euren verfickten Server, Mann! So schlecht das Spiel. Guck mal, was für Tore ich schieße, ey. Tja, der Petro ist aber echt gestört. Dieser Petro ist gestört, Chat. Ich glaube, man muss ihn doch machen. Okay, krieg ich so ein Team? Okay, not bad. Starter-Team. Tor! Junge, was ein Schuss von Messi, Alter. Nicht schlecht von der Karte. So traurig, ey. Ich bin echt traurig, Chat. Ich weiß gar nicht, wie traurig ich gerade bin, ey. Geh doch, Messi, bitte. Ah, so lucky, man. Eckball gelackt, Digga. Na, nochmal, er macht ja sogar noch jetzt Tor. 1-1. Digga! What the fuck? Guck mich meine Abwehr an! Okay, nächstes Spiel, Chat. Nach der verdienten Niederlage von eben. Nächstes Spiel. Wir sind kurz am Rande rauszufliegen. Oh mein Gott, was ein Team. Wir sind jetzt auf der PS4, by the way. Testen da mal das Gameplay aus, wie das da funktioniert. Und dann schauen wir mal. Das ist das Einzige, nur Petro. Ich schwöre, Petro rettet mich gerade. Die SBC hat sich so gelohnt für mich. Der Einzige, der bei mir jetzt Tore schießen kann, ist Petro. So schön rausgespielt, wird wieder nicht belohnt. Elfmeter. Ja. Oh shit, Digga, wie ich das vorgemacht habe. Heute Hauptsache gewinnen. Okay, gehen rein, PS4 wieder. Letzten Sieg brauchen wir jetzt hier gegen einen, ja, overpowered Team, muss man sagen. Ha. Digga, wollt ihr mich verarschen? Digga, guck mal, was da passiert. Das ist FIFA 21 all over again. Nur AIDS-Tore. Nur AIDS- und Bug-Tore, Mann. Barella, bitte Barella. Oh mein Gott.
So ein Zirkusspiel. Hey, guck dir an, wie der jeden zweiten Ball bekommt, Mann. Jetzt macht er da richtig ein Tor. Ey, guck dir das an, Alter. Guck dir das an. FIFA 21 all over again, Alter. Ich tackle, er kriegt den Ball. Ich tackle, er kriegt den Ball. Ich tackle, er kriegt den Ball. What the fuck? Wer spielt sowas und macht Spaß? Oh, Fenerbahce. Perfekt, Digga. Oh mein Gott, man. What? Scheiß Spiel, Digga. Ich will es nur noch hinter mir haben. Komm, lass mich den Scheiß Win holen, wenn gut ist. Oh mein Gott, man. Alter, fuck me, der ist. Oh mein Gott, er macht das Tor jetzt. Oh mein Gott, dann, wir werden das verlieren jetzt. Petro, der rettende Junge, Alter. Ich sag euch, der war jeden Cent wert. Petro war no joke jeden Cent wert. Mann. Wow, man. Wow. Fucking wow. So muss ich es am Ende gewinnen, ey. Die Weekend League Quali. Ich bin echt traurig, Chat. Ich habe die Quali geschafft, jetzt mit Ach und Krach. Aber ich bin echt traurig, Chat. Ich bin real talk fucking traurig gerade, was heute passiert ist. Real talk. Ich bin echt traurig, Digga. Wir sind reingekommen. Wir haben das letzte Spiel verschenkt nochmal. Ja, wir haben es geschafft. Mit Ach und Krach. 5-3 sind wir rausgegangen hier. Mit Ach und Krach haben wir es irgendwie geschafft. Mit Elfmeterschießen, dies, das. Ich hoffe so sehr, dass am Wochenende das Gameplay nicht 1-1 wie jetzt war, weil dann ist für mich persönlich steht ein sehr, sehr anstrengendes Jahr vor mir, sehr, sehr anstrengend. Hat mir null gefallen, die letzten Tage Division Rivals, Tutschaf, alles top. Ich habe viele Spiele verloren, viele Spiele unentschieden gespielt, ich habe nicht einmal richtig geraged, nicht einmal richtig den EA und den Gegner beleidigt, weil das war entweder von mir schlecht gespielt, es war unglücklich oder Gegner war einfach besser. Heute, das war Zirkus, das war Lotterie, das war einfach Glückssache, wer gewinnt. Gut, noch eine kleine Teambewertung, was ich aber eigentlich nicht machen möchte, die Teambewertung, weil das war heute schwierig zu bewerten, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich habe erst heute direkt Koundé und Bonou rausgeholt, weil ich dachte in den ersten Spielen, was passiert in der Abwehr? Komplett durcheinander. Zwei Leute laufen auf einen Spieler zu, obwohl ich nichts gedrückt habe. Die laufen irgendwo hin, die Lücken reißen sich auf ohne Ende. Ich dachte, was ist hier los? Ist das wie ein Koundé oder was? Ich tue Marquinhos und Kimpembe wieder rein. Selbes Spiel. Ich weiß nicht, wer besser ist. Das ganze Team war heute katastrophal. Es war Müll. Ich weiß nicht, wie gut Wijnaldum ist. Der ist so ein krasser Achter. Komplett Müll, unbeweglich. Konnte sich null bewegen. Ich habe Engine auf ihn. Er kann sich nicht bewegen. Der ist normal so ein guter Trippler. Katastrophe. Barella kann ich nicht einschätzen, ob der besser als Cassie ist. Ich kann es nicht einschätzen. Der war genauso träge heute. Obwohl der 88 Trippling hat er sich wie Cassie bewegen lassen. Ich kann es nicht mal beurteilen. Deswegen gebe ich heute auch keine richtige Beurteilung, weil das Gameplay war Katastrophe. Nakata kann ich auch nicht beurteilen. Er war okay. Aber war jetzt nicht krass, weil wie jeder andere träge langsam. Den einzigen, den ich hier wirklich im Team loben kann, ist dieser Junge, Petro. Geistesgestört. Das Gameplay war komplett Müll. Und was der dann trotzdem noch für Tore gemacht hat und sich bewegt hat, top, Digga. Wirklich top. Dieser Junge als linker ZM, als kleine Geheimwaffe, ja, der hat dieselben Traits und Stats wie ein Insigne. Ja, mit 96 Longshot hier, geboostet, 88 Effet und diese Stats, Trades. Der Typ war wirklich der Gamechanger. Ich glaube, ohne Witz, ohne ihn hätte ich heute es nicht gepackt.
Er war der Gamechanger, weil ich wusste nicht, wie ich Tore schießen sollte, außer diese verbackten Tore aus der Ferne. Und der hat die perfekt gemacht. Ich wollte ehrlich sagen, nee, lohnt sich nicht. Insigne kostet 15k, ähnliches Set. Aber ich sag mal so viel, spielst du ein Serie A-Team, ja, die nächsten Wochen, hast du viele Untrades, würde ich ihm ein Go geben. Der war top bei mir. Der war wirklich geistesgestört heute. Und ich werde ihn wahrscheinlich in der Weekend League spielen, anstatt Insigne. Insigne muss ich mal gucken, ob ich ihn halt verkaufe oder als Sub mitnehme. Weil ich liebe Insigne eigentlich. Insigne ist auch ein so ein krasser Spieler. Ich wünschte, der wäre irgendwie als Stürmer gekommen, der Pedro. Oder er wäre Stürmer. So top Spieler beide. Aber Pedro wirklich 90k, sehr, sehr viel Coins. Aber er kriegt von mir sogar ein Go. Hätte ich nicht gedacht, er kriegt von mir heute ein richtiges Go. War geistesgestört heute, wirklich. Wahnsinn. Und dann würde ich sagen, ja, haben wir zum Abschluss nochmal die letzten Packs. Erwartet jetzt absolut gar nichts von EA, weil das sind einfach Ganoven, Schweine. Okay, haben wir noch ein kleines Pack-Opening zum Schluss. 3 kleine Packs nochmal bekommen, mit Achenkrach wieder geschafft. Oh mein Gott, OTW. Oh mein Gott. Okay, EA hat, glaube ich, mir irgendwas zu sagen. Eine kleine Entschädigung für heute, oder was, EA? Kralisch. OTW tauschbar, oder? Ui. 30k, nimmt man mit. 30k. Es war jetzt, sag ich, bin ehrlich mit euch, Schmerzensgeld reicht es nicht für heute. Aber ich sag dazu nicht nein. Ich hätte nämlich jetzt erwartet, dass er gar nichts bei mir kommt. Jimenez, so. 83er ist nicht so geil. Dann haben wir noch ein letztes Pack. Und dann bin ich eh schon zufrieden. Hätte nicht gesagt, dass hier irgendwas kommt hier. Ja, ich dachte, wir gehen eh hier mit 3x80er-Spieler raus, aber okay. Das habe ich mir nämlich erwartet, wie das Pack. Ist okay, Chat. Wir haben 30k gemacht mit Kralisch. Was okay ist, dahinter hier nix. Alright. Nehmen wir mit.